Herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Evil Within. Jetzt klettern wir hier mal raus. Und laufen mal dem Typen hinterher, der hier lang gelaufen ist. In der Hoffnung, dass wir den finden. Hier ist ein schönes Feuer. Aber nirgendwo sind Streichhölzer und ich brauche jetzt echt dringend welche. Mittlerweile brauche ich echt dringend welche. Das Spiel soll richtig hart da sein. Was haben wir hier denn? Hey, seid ihr hier aus der Gegend? Ich habe keine Ahnung, wo... Gar nicht weiter. LTE halten Ziele, wenn du dich in einer bestimmten Entfernung zum Gegner befindest. Okay, das kennen wir ja schon. Hier haben wir anscheinend... Ah, das ist wahrscheinlich zum Ablenken. Das heißt, wir schmeißen einfach mal einen Zinn, einfach nur mal so zum Ausprobieren. Oh. Es... Alter, das... Alter, ich werde verrecken, weil ich einfach nicht genug Muni habe für die. Okay, der scheint tot zu sein. Jetzt muss ich erst einmal Leben regenerieren lassen. Das lädt sich ja auf mit der Zeit, die wir mittlerweile erfahren haben. Und dann... Nee... Wie komme ich denn zum Beispiel auf die Ausrüstung? Ah, okay, mit. So, die brauche ich. Ich habe jetzt wie viel? Hallo? Alter? So, jetzt nochmal. Ich bin echt... Ich halte das immer gedrückt, aber brauche ich ja gar nicht. Vergesst das immer. Wieder. So, und jetzt haben wir einmal uns aufgeladen. Ich habe ja leider keine Munition. Alle. Wäre ja so schön. Dann muss ich mich wohl mit dem prügeln. Okay, so kann ich ihn hauen. Obwohl, man kann doch irgendwie noch hier so ein mit so einem Messer so eine Attacke machen. Die würde ich gerne mal ausprobieren. Zack. So. Ah, sehr schön. Der hatte Kugeln dabei. Da können wir doch... gleich mal nachladen. So. Sehr schön. Nachladen haben wir auch. Kleinen Moment einmal. Ich muss ja... So, meine Zeit wissen. Und das ging sonst gerade nicht. Das ist leider so im Moment. Ich muss da gleich mal gucken, dass ich das irgendwie einstelle, dass das nicht andauernd schwarz wird. Hallo? Ist hier wer? Irgendwo? Also nach Möglichkeit, immer wenn es geht... Oh Gott sei Dank, Streichhölzer. Mit dem Messer töten, weil Munition scheint echt knapp zu sein. Die kann ich verbrennen. Mache ich einfach auch mal. Vielleicht bringt es mir irgendwas. Scheint aber nicht so.
Gehen wir hier auch nochmal gucken. Ah, sehr schön. Und, also Munition haben wir und eine Spritze haben wir bekommen. Können wir gleich noch einmal nachladen. Haben wir jetzt nämlich 6 Patronen statt nur 4. Dann schauen wir mal weiter. Ist hier noch irgendwas? Wo ich lang muss? Gibt es hier irgendwas oder? Ah, guck mal, hier haben wir eine Falle. Hier können wir dann gleich mal noch eine Falle entschärfen. Sehr schön. So, jetzt haben wir schon wieder ein weiteres Teil. Hier müssen wir anscheinend lang. Da oben sind wieder solche Viecher. So, das Licht mache ich mal eben aus. Ein Kontrollpunkt, sehr schön. Das sind echt Scheißviecher. Hier haben wir noch eine Lampe. Da ist... Ah. Ich würde den gerne mit dem Messer erledigen. Fuck, 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 den treffe ich nicht mehr. Lauf, lauf, einmal weg. Lauf bitte, danke. Jetzt kommt der gucken. Mann, lass das. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Zieh Leine, kleines Viech. Geh weg. Ich verstecke mich hier mal hinter. Er sieht mich nicht. Er ist zwar in der Nähe, aber er sieht mich nicht. Das ist super. Er geht wieder, sehr schön. Oh nee, wieso muss er denn rennen? Jetzt kann ich ihn nicht mit dem Messer erlegen, weil er jetzt gleich wieder beim Feuer steht. Scheiße. Na, wenn er so stehen bleibt, klappt das wahrscheinlich doch. Ah, hier ist noch ein Ablenkungsviechmanöver, Flasche halt, ne, so zum Ablenken. Und zack, sehr schön, den hätten wir erledigt. Zünden wir den mal eben schnell an. So. Der hat aber auch nichts für mich, scheiße. Da ist wieder eine Flasche zum Ablenken. Hier haben wir eine Kugel, die nehme ich mit. Und Streichhölzer. Ich kann nur 5 mitnehmen, na toll. Da vorne ist der nächste. Da, na, da ist auch noch einer. Die laufen sogar mit Fackeln in den Händen rum. Krass. Einmal schnell weglaufen. Dankeschön. Ich habe wahrscheinlich jetzt gerade beide Gegner gesehen. Ach, jetzt hat er mich wieder verloren. Ey, die sind echt blöd. Aber das ist ja eigentlich eher ein Vorteil. Okay, den kann ich, glaube ich, nicht mehr. So, dann muss ich zielen. So, der ist tot. Einmal schnell nachladen. Und schon wieder haben wir nur noch 6 Schuss. Ich kann ihn nur anzünden. Das machen wir einfach mal so. Zack, brennt er. Na komm, dreh dich wieder um. Ach, er hat mich gesehen.
Na toll. So, der ist tot. Mit A. Ja. Mann. Dann lasse ich sie halt da, wenn ich sie nicht entschärfen kann. Den verbrennen wir auch. Oh, ich verbrauche viel zu viel Munition. Das ist nicht so schön. Hier ist eine weitere Spur. Hey, ja. Toll, hast du das gemacht. Einmal. Nein, einmal bitte ins Menü. Vielen Dank. Und dann laufen wir einmal kurz weg, weil da ist einer. Bam, bam. Aua. Lass das. Na komm. Ich bin tot. Einmal anzünden. So. Ah, der hatte Munition dabei. Sehr gut. Dankeschön dafür. Oh, jetzt muss ich schon wieder eine Spritze verwenden. Hallo? Ach, ich habe keine mehr. Na toll. Super. Hier ist wieder eine Sprengfalle. Bitte lauf da diesmal nicht rein, weil dann bist du nämlich tot. So. Die ist entschärft. Sehr schön. Gehen wir jetzt aber erstmal hier drinnen gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwas haben, was wir brauchen. Irgendwas. Ja, da haben wir ein Gefäß. Wieder mit diesem grünen Zeug. Und da komme ich nicht durch, wie es aussieht. Ach so, jetzt sind wir hinterm Haus. Aber hier ist auch nichts wirklich Spannendes. Aber ich brauche dringend wieder Leben. Ich muss dringend eine Spritze finden. Irgendwie sowas. Hier haben wir wieder zwei Leichen. Aber ich glaube, es bringt mir doch nichts, die jetzt zu verbrennen, wenn die sowieso nicht... Ich spare mir die Streichhölzer lieber. Okay, vielleicht hätte ich sie doch verbrennen sollen. Super. Alter, wieso trifft denn der nicht? Ich bin tot. Toll. Super, sind wir das erste Mal gestorben. So. Ach, hier sind wir wieder ganz... Oh, toll. Die Speicherpunkte sind wirklich super. Oh nö, jetzt muss ich das alles normal machen. Ja, komm, dreh dich um. Ja, sehr schön. Oh, toll. Das ist vielleicht ein schlauer. Mit Ausdauer hat er auch echt null. Na komm. So. Den können wir anzünden. Und er hat eine Spritze fallen lassen. So. Und jetzt können wir unser Glück nochmal bei dem da versuchen.
Nein, nein, du siehst mich nicht. Mm-mm. Komm, dreh dich um. Das schaffst du. Und zack. So. Zack. Oh. War vielleicht doch nicht so schlau von mir. Alter. Das mit dem Ausdauer ist. Das mit der Ausdauer ist echt richtig blöd. So. So. Okay, hat der irgendwas fallen gelassen für mich? Oh ja, Munition. Hallo, bitte mitnehmen. Danke. Einmal auch nachladen. Sehr schön. So. Dann können wir jetzt. Da war nur eine Flasche. Alles gut. Hallo, durch. Ah, guck mal. Hier haben wir eben sogar vergessen. Das grüne Gel. Hier haben wir noch drei Streichhölzer. Und hier haben wir nochmal eine Munition. Sehr schön. Sieht irgendwie besser aus als eben. Hier haben wir noch eine Falle, die können wir auch mal eben entschärfen. So, nächstes Teil bekommen. Hallo, ich möchte gerne, dass er mich sieht. Naja, gut, dann machen wir erst einmal diese Falle hier mal eben. Zack. Haben wir die schon mal entschärft. Ah, weißt du was, dann entschärfen wir diese hier jetzt auch. Wenn wir das diesmal hinkriegen sollten. Das war natürlich sehr schlau von mir. Nein! Nicht ins Menü. Nein, nein. Nein. Zack. 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 Zack, einmal anzünden. So, dann nochmal einmal ins Menü und einmal eine Gesundheitsspritze benutzen. So, und jetzt können wir die Beine jetzt auf jeden Fall mal verbrennen. So. Ah, guck mal, der hat uns doch da was Schönes hingelegt. Der hier auch, sehr gut. So, und jetzt können wir nämlich wieder das Tor aufmachen. Und diesmal werden wir nicht gestört. So, Tor ist auf. Haben wir hier wieder kleine Freunde irgendwo? Aber ein Kontrollpunkt, sehr schön. Den nehmen wir immer gerne. Oh, toll. Ho, ho, ho. Super. Alter. Ho, ho, da kommen uns gerade ein ganz paar hinterher.
Wir haben gerade keine Sprengfalle oder sowas, wo wir die rüberlocken können. Na, gehen wir halt erstmal mit denen über die Brücke. Scheiße, nichts wie weg von hier. Ja, das wäre schön, wenn wir hier jetzt schon weg wären, aber irgendwie wird das nichts, weil die lassen uns ja auch nicht in Ruhe. Gott verdammt! Kapitel 2 haben wir überlebt. Sehr schön, und damit sage ich, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Evil Within. Bis dahin, ciao.